Herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Pokémon Kampf Battle Randomness hier auf meinem Kanal. Erstmal entschuldige ich mich dafür, dass diese Woche so gut wie gar nichts kam. Ich habe hier so noch kleine Probleme bei den Einstellungen, was die Nuzlocke begeht, auch was die Wi-Fi-Kämpfe angeht, hatte ich so kleine Probleme. Hatte zwar zwei Kämpfe, aber da war irgendwie die Audio viel zu leise. Deshalb versuche ich es mal hier mit diesem Projekt, damit wenigstens noch zwei Videos in dieser Woche kommen. Wir nehmen wie gewohnt mit dem Team aus der letzten Mal von Kampf Battle Randomness teil, um Austausch und so weiter. Und schauen wir mal, wie weit wir in diesen drei Kämpfen kommen werden. So, wir nehmen den bewerteten Kampf und schauen mal. So. Automatisch übertragen. Ja, warum nicht? So. Ich hoffe mal, ich habe auch endlich die Lösung gefunden, wie ich es endlich vermeiden kann, dass ich einen Blackscreen bekomme. Aber das sehen wir ja jetzt. In den beiden Wi-Fi-Kämpfen, die ich hatte, war jedenfalls kein Blackscreen, von daher bin ich relativ optimistisch. So, ich nehme mal den Einzelkampf. So. Und da ist das auch schon. Stalobor, Lurok Y, Boreus, ein Voltulas in der Inkarnationsform, Garados, Slymog und das gute alte Austos. Und mit diesem Team möchte ich teilnehmen. So. Dann wählen wir nochmal die Musik aus. Und ich würde sagen, dafür nehmen wir... Nein, nicht Gladio, Team Skull. Nein. Vorstand, Boss, nein. Ich glaube, ich bin. Mir ist heute nach Aether Foundation. Schauen wir mal. So, warten wir mal etwas auf Gegner. Tralalala. Ja, das dauert etwas. Aber schreibt doch mal, wie geht es euch so? Ich hatte so in letzter Zeit etwas Probleme mit dem Magen wieder, weil mir vor kurzem die Tabletten für meinen Reflux ausgegangen waren. Und da musste ich erstmal wieder meinen Magen auf die Tabletten einstellen. Hat natürlich etwas gedauert. War nicht schön. Irgendwie kommt kein Gegner. Ich glaube, ich mache auch mal einen Cut, bis ein Gegner kommt. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Hat etwas gedauert. Und wir haben einen Gegner aus Japan. So, er hat auch einen Glurak. Wahrscheinlich ein Y. Bei X macht mehr Sinn. Heißt, ich... würde sagen, ich leade mit Austos, nehme zudem mit Voltolos und Garados. Probieren wir es mal. So. So. Mein Gegner überlegt noch ziemlich lange, was würde mir denn in seinem Team gefährlich werden. Ein Glurak X wäre gefährlich, würde ich sagen. Allerdings, wenn ich mit der Faustbruch gehe, bin ich selbst, wenn er ein Xer ist, würde ich ihn wahrscheinlich noch outspeeden, wenn er nicht direkt auf D-Dance geht. Und wenn er auf D-Dance geht, kann ich ihn damit einer plus 2 Attacke eventuell doch guten Schaden machen. Aber schauen wir einfach mal. So.
Pokémon Trainer Unleserlich fordert dich heraus. Uhafnir. Das ist gut, das kann ich jetzt als Setup-Fodder benutzen. Sehr schön. Heißt, ich gehe mal auf den Hausbruch und so viele Optionen, dieses Vieh gleich hart zu hitten. Jeder meiner Angriffe ist sehr effektiv. Das ist wunderschön. Wechsel dich. Walschall. Ja, das hat er gut gemacht, glaube ich. Oder? Muss ich mal schauen. Bin ich mir nämlich gerade unsicher, wie das jetzt funktioniert. Kann ich Eisspeer drücken? Nein, kann ich nicht. Schade. Hat er gut gemacht. Heißt, ich muss in meinen Voltolos in der Inkarnationsform gehen? Und hoffen. Hat er mich outplayed? Kehrtwende. Das sollte mir aber nicht so viel Schaden machen. Ja, es macht mir praktisch keinen Schaden. Und dann sehen wir auch gleich, was er noch im Team hat. Pranawarz. Hat Voltolos irgendwas, was es nur, eine neutrale Kraftreserve, das ist nicht gut. Er wird wahrscheinlich mit irgendeiner Eisattacke kommen, heißt, ich gehe mal in Gyarados und hoffe, dass nicht das Toxin kommt. Das wäre nämlich ziemlich unpraktisch. Felsgrab, Der ist minus 1 und trotzdem macht das noch ganz guten Schaden. Aber ich glaube, ich kann einmal auf den Drachentanz gehen. Und dann wenigstens meinen Angriff noch boosten. So, was macht mein Gegner? Nochmal Felsgrab ist okay. Bei ist es nicht, aber ich habe keinen Switch. Ja, dieses Matchup ist verdammt eklig. Jetzt hätte ich gerne meinen Glurak Y dabei. Knirscher. Wie viel Schaden macht das? Denn wenn ich mich recht im Sinne hat, Pranawarz H2O-Absorber. Da wäre die Kaskade natürlich nicht wirklich brauchbar. Und das sieht mir doch sehr nach einem defensiven, physisch defensiven Pranawarz aus. Muss ich jetzt meinen Gyarados opfern? Gefällt mir gar nicht. Jetzt überholt er mich sogar schon so langsam. Aber immerhin kann ich nochmal den Knirscher rausbringen. Und er bekommt den Verteidigungsdrop, was eventuell hilfreich ist. Es macht keinen Sinn, Gyarados noch zu keepen. So viel Schaden wie das macht, kann das eigentlich nicht defensiv sein.
Ich bin mir wirklich unsicher, was das für ein Set ist. Heißt, ich gehe wieder in Voltolos und werde jetzt die Kraftreserve Eis drücken. Dieses Brannerwatz macht mir wirklich Probleme. So. Sein Brannerwatz gehe ich jetzt auch da und das ist sehr schön. Heißt, es steht jetzt 2 zu 2. Ausbruch kann ich nicht mehr drücken, weil mein Austausch gescarft wurde, was gar nicht toll ist. Aber jetzt kann ich hier in mein Austausch gehen. Denn mein Austausch sollte definitiv was von Snibunna tanken und so ein Gesteinsangriff, so ein Felswurf sollte ihm doch wehtun. Schwertanz nicht schön. Hoffe ich mal, dass er keine Prioritätsattacke hat. Oder ich wenigstens bulkig genug bin, um das zu tanken. So, was machst du jetzt? Er überlegt ziemlich lange. Keine Ahnung, ob er kälkt oder so. Ich bin schneller wegen seinem Scarf und kann jetzt das Snibunna rausnehmen. Sehr schön. Und er hat jetzt nur noch sein eigenes. Was war es nochmal? Aber das wird sich. Jetzt wird ihm sein eigener Trickbetrug zum Verhängnis, wie es aussieht. Das gefällt mir doch sehr gut. Das gefällt mir wirklich. Richtig, er hat Uhofni dabei. Jetzt wird ihm sein eigener Scarf zum Verhängnis. Das finde ich wirklich witzig. Jetzt muss der Felswurf nur noch treffen. Und er trifft. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. Und so wurde ihm sein eigener Scarf zum Verhängnis. Das gefällt mir wirklich sehr gut. 1A. GG an meinen Gegner. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das noch gewinnen würde. Aber gut, das nehme ich trotzdem mal so an. Und ich freue mich auch, dass die Felswürfe alle getroffen haben. Ist ja bei Gesteinsattacken nicht selbstverständlich, dass die immer treffen. So, aber dann machen wir doch mal frisch motiviert weiter, würde ich meinen. Ja, ich speichere das mal, damit ich nachher mal das Overlay, beziehungsweise das noch ein bisschen verschönern kann. Ihr werdet es vielleicht schon im Video gesehen haben, wenn ich dieses Video hochlade, was ich damit meine. So. Dann suchen wir mal den nächsten Gegner. Neuer Kampf. Und ich bleibe mal bei der Aether Foundation, beziehungsweise deren Musik. Und da haben wir auch schon den nächsten Japaner als Gegner. Zapdos, Libeldra, Suicune, Mimigma, Flunkiefer und Kapu Falla. Ich würde sagen, Austausch ist wieder gesetzt. Dazu Alola Slymog
Und Glurak Y. So, dann legen wir mal los. Gyarados wäre nicht unbedingt eine Hilfe. Voltolas wäre eventuell hilfreich gewesen, aber werden wir ja sehen. So. Pokémon-Trainer Unleser dich möchte mit dir kämpfen und schickt Zapdos in den Kampf. Das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Da kann ich nämlich jetzt wieder ein nettes Setup fahren, beziehungsweise es zumindest mal versuchen. Auf jeden Fall kann jetzt kein Trickbetrug kommen. Das ist absolut unmöglich. So, Hausbruch. Und schauen wir mal, was er macht. Donnerblitz. Er ist also schneller als ich. Aber da ich gescarft bin, ist das jetzt nicht weiter tragisch. Beziehungsweise ich bin nicht gescarft, ich bin natürlich gesasht. Und jetzt sollte ich schneller sein. Verteidigung sinkt etwas, das ist in Ordnung. Und der Angriff, Spezialangriff und Initiative steigt stark. Jetzt sollte ich auf jeden Fall schneller sein. Außer, wenn er gescarft ist, dann weiß ich nicht, ob er schneller ist. Aber das sehen wir jetzt. Mit einem Eisspeer. So. Austausch, mach dein Ding. Hui, das ist ein Two-Hit. So, damit ist Zapdos schon mal besiegt. Das ist sehr schön. Aber ich vermute mal, er hat auch sein Dings dabei, sein Mega. Aber erstmal hat er Mimikma dabei. Das ist nicht schön. Denn er wird sehr wahrscheinlich den Shadow Sneak haben. Heißt, ich werde jetzt den Eissplitter drücken, um seinen Kostümspuk zu brechen. So. Dann werde ich Alola Slammog rausschicken, um es mit etwas Glück zu vergiften oder vielleicht sogar besser noch Glurak. Ich weiß es gerade nicht, was besser wäre. Schattenstoß kommt aber wie vermutet. Ich glaube, ich nehme sogar lieber Slammog, weil ich da noch die Chance habe, es zu vergiften. Mit einem Gifthieb. Es ist schon fast unwahrscheinlicher, nicht zu vergiften, als mit Alola Slammog zu vergiften. So, Gifthieb. Und er ruft sein Mimikma zurück. Macht es sehr gut, geht in sein Flunkiefer. Was er nicht weiß, ist, dass ich auch noch den Feuersturm drauf habe. Hätte ich im Prinzip predikten können, aber egal. Hoffen wir mal, dass der Feuersturm trifft. Und wenigstens ist meine Theorie, dass er seinen Flunkiefer dabei hat, bestätigt worden. Wobei ich nicht wirklich froh drüber sein sollte. Ich hätte mich in der Situation lieber geirrt. So. Knuddler, wie viel Schaden machst du? Hui! Burn? Kein Burn. Heißt, ich werde jetzt den Shadow Sneak drücken und wenigstens noch etwas Chip Damage drauf machen. So, Schattenstoß. Auch wenn ich minus 1 bin. Das ist jetzt blöd. Heißt, ich muss jetzt hoffen, dass mein
Shadow Sneak ausreicht, um den Sub zu brechen. Leider nein. Feuerzahn, Knuddler und Delegator. Aber das ist gut zu wissen, denn ich kann dann davon ausgehen, dass er keine Attacke hat, um meinen meinen Glurak effektiv zu treffen. So. Kampf, Mega-Entwicklung. Feuersturm. So, Glurak entwickelt sich jetzt mega. Sehr schön. So. Scheint keine Prio-Attacke zu haben, das ist gut. Delegat hört auf zu wirken, das ist auch in Ordnung. Und ein Knuddler kommt wieder. Das ist guter Schaden. Aber ich denke, ich kann ihn jetzt mit einem Feuersturm rausnehmen und mich dann im nächsten Zug roosten. Gegen das Mimikma, hoffe ich zumindest. Aber den Tiefschlag. Das war's. Ich hätte mich also doch roosten sollen. Aber gut. Damit verliere ich das 2-0, ist aber völlig in Ordnung. Es kam hier noch ein drittes Match. Das hatte ich dieses Problem bei den 3 gegen 3 Matches. Man hat immer einen Münzwurf. Auch die Pokémon, die man mitnimmt, dabei sind, ob man einen wichtigen Counter zurücklässt, weil man nicht damit rechnet, dass man ihn brauchen würde. So. Letztes Match für heute. Und wir suchen dann mal. Neuen Kampf suchen. So. Und das ist Show aus Japan Toyama. Aus das. Dann würde ich sagen, dass eventuell Voltulas Sinn macht. Und Glurak Y eventuell auch. Und loslegen. So. Drei potenzielle Mega-Pokémon, die er dabei hat, und allesamt eklig. So, was nimmt er mit? Es spricht viel dafür, dass er sein Mimikma mitnehmen wird. Logok wahrscheinlich auch. Und entweder Mega Brutalanda oder Mega Gengar. Wobei ich ihm durchaus zutrauen würde, dass alle drei potenziellen Megas auch wirklich Mega sind. Um richtig eklig zu sein. So, Pokémon-Trainer Shou fordert dich heraus. Und da ist wie vermutet schon Mimikma. Und ich beginne mit Austos. So. Versuche ich es mal mit Hausbruch wieder. Z-Attacke.
Und das ist die Z-Feen-Attacke. Ja, das ist gut, dann kann das Mimikma nämlich nicht gesasht sein. Entzückender Sternstoß. Machte ordentlich Schaden, 73. So. Und ich hoffe, dass 4 plus 2 Eisspeere reichen, um Mimikma rauszunehmen. Mimikmas Schattenstoß sollte auf jeden Fall nicht ausreichen, um mich rauszunehmen. Aber was macht er? Geht in sein Kapukima, okay. Nebelerzeuger ist auch okay. Bibi machen plus 2 Eisspeere. Quit. Drei, vier, fünf. Knapp unter der Hälfte mit einem Quit. Dazu Überreste. Was macht sich eigentlich? Macht eigentlich keinen Sinn, Auslass noch zu saven, glaube ich. Heißt, ich werde jetzt auf den Feldspeer, Felswurf drücken. Und mit etwas Glück das, das Kapukime rausnehmen. Immerhin ist es plus 2. 2. 3. Nein, das reicht niemals. Gerade mal in den roten Bereich. Mondgewand mich jetzt raus. Heißt, ich gehe jetzt in Glurok. Und werde den Solarstrahl drücken. Und er ist sogar wieder im gelben Bereich. Wow. So, Glurak, mach dein Ding. Kampf, Mega-Entwicklung und Solarstrahl. So. Der Solarstrahl sollte aber auf jeden Fall ausreichen, um das Kapukime rauszunehmen. Dürre kommt. Und der Solarstrahl wird das jetzt definitiv zerstören. So, damit steht es jetzt 1 zu 1, beziehungsweise 2 zu 2. Was schickst du jetzt rein? Brutalanda. Das ist nicht gut. So. Also ich werde jetzt den Luftschnitt drücken und hoffen, dass ich es flinchen werde. Sein Mega-Brutalanda. Eklig. Rückkehr. Reicht ganz knapp nicht, um mich rauszunehmen. Jetzt könnte ich auch mal schauen, wer ja schneller ist. Voltolos in der Inkarnationsform. Oder ja, definitiv ist Inkarnationsform viel. Okay. Heißt, ich werde jetzt meinen Brutalanda opfern. Und in meinen Voltolos gehen. Er drückt wieder Rückkehr. War zu erwarten. Und ich gehe jetzt in meinen Voltolos. Mein Problem ist, ich weiß auch nicht, welche Speedbase Brutalanda in der Megaform hat. Ich kann gerade auch nicht nachschauen. Heißt, ich muss das Gamble wagen und Kraftreserve Eis drücken.
Er ist schneller, okay. Aber wenigstens kann ich seinen Sub brechen. So. Jetzt gebe ich ihm eine Donnerwelle mit, damit er langsamer ist. Und vielleicht riecht es sogar noch die Fullpaare, das fände ich sehr schön. Leider nicht. Wie viel Schaden macht er mir? 6. Er haut mich ziemlich runter. Das wird jetzt sehr gefährlich. Kraftreserve. Und das Brutalander geht damit down. Gut. Hat er noch sein Mimigma? Das wird jetzt problematisch. Ich muss jetzt wieder auf die Donnerwelle gehen. Sonst nimmt er mich garantiert mit dem Schattenstoß raus. Mein Problem ist, er hat auch noch seinen Kostümspuk. Heißt, ich muss jetzt hoffen, dass er zweimal die Full Para bekommt. Bekommt er natürlich nicht. Damit verliere ich auch dieses Match. Aber wenigstens dieses Mal nur 1-0. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch auch die Nachbearbeitung gefallen hat, schreibt doch was Nettes unten in die Videobeschreibung. Auch eine Bewertung würde mir sehr helfen. Ansonsten würde ich mich auch sehr über ein Abo von den Leuten freuen, die noch nicht abonniert haben. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Tag und ciao.